Hallo und herzlich willkommen zur Gender Agenda, Ausgabe Nummer 54, Kate Bush, die dritte Folge diesmal. Und heute geht es halt weiter in der Biografie dieser außergewöhnlichen und wahrlich exzentrischen Sängerin aus dem Vereinigten Königreich, UK, in Großbritannien sozusagen. Da ist die Dame, wenn es denn eine wäre. Aber es gibt, nein, es hat jetzt wieder nichts mit Gender zu tun, meine Aussage. Aber es gibt da halt ganz, ganz viele Punkte bei ihr, die sehr, sehr seltsam sind, auf die wir heute und in den zukünftigen Folgen eingehen werden, im Rahmen eben dieser Agenda Satan und die Musikindustrie. Und da hat es diese Dame faustdick hinter den Ohren, beziehungsweise da ist ordentlich etwas im Busch. Und um das jetzt, wie gesagt, zu verifizieren, begrüße ich jetzt hier im Rahmen Stunde der Wahrheit auf den Kanälen Jockler66 und Jocklers War on Disinfo den Jörg. Hallo. Ja, moin, Michael. Und schönen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast, dass wir diese Sendung weiterhin zusammen machen. Das heißt ja, dass ich hier und da vielleicht irgendwo doch nochmal vernünftige Beiträge bringe. Sonst hätte es ja schon längst gesagt, ich mache den Scheiß alleine. Und mich freut es aber, dass wir diese Musikagenda auf uns genommen haben. Ich hatte mit meiner Mutter da noch vorhin drüber gesprochen. Die meinte, ja, wie viele Sendungen sind das denn schon? Ich sage, wenn wir uns wirklich auslassen, ich sage, dann kommen wir vielleicht auf 200. Dann ist das ganze nächste Jahr wahrscheinlich voll damit. Dann kann ich meinen Kanal Jockler's War und Disinfo umbenennen. Music Wars on Disinfo. Ja, weil bis Mitte Januar sind da keine anderen Videos hochgeladen, als jetzt die Videos dieser Gender-Agenda-Serie. Aber ich werde das da auch nochmal ein bisschen auflockern, ein paar andere Dinge bringen. Aber es ist ja auch wichtig für die Menschen. Und ich finde vor allen Dingen, es ist ein ganz großer Unterschied, wo man diese Videos hochlädt. Also ich habe die letzten Wochen doch gelernt, dass man die zwar auf BitChute ohne Probleme hochladen kann, ohne Copyright oder sowas zu kriegen, aber auf BitChute sollte man wahrscheinlich die Kommentare ausschalten. Was da für ein Volk rumläuft, und ich meine es jetzt nicht im Allgemeinen, weil es gibt auch viele gute Leute, aber was da sonst an Volk rumläuft auf BitChute, das ist grauenerweckend. Und ganz sicher bei diesen Videos mit Kate Bush, als wir damit anfangen, das allererste Video hatte innerhalb von einer Stunde 7 Daumen runter und ich glaube 5 oder 6 Nazi-Kommentare. Also da musste ich das gleich ausschalten. Und auf YouTube ist die Resonanz sehr positiv, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und viele Leute, die auch zugeben, fanden, wow, was man hier alles lernt. Und das finde ich auch. Ich gucke mir Michael seine Skripts vorher nicht an. Ich sehe die ganzen Seiten zum ersten Mal so, deswegen scrolle ich auch manchmal ein bisschen verkehrt. Das müsst ihr mir halt mal nachsehen. Wir üben das nicht vorher, wir sprechen das nicht ab. Michael macht das Skript und ich habe es nicht vorher. Ich kriege das jetzt hier 5 Minuten vor der Sendung, gerade mal, um das hier auf den Bildschirm zu setzen. Und mehr kenne ich da nicht von. Deswegen sind auch meine ganzen Reaktionen alle sehr spontan und uneinstudiert, weil eben nichts einstudiert ist. Und das ist das Schöne hierbei. Und die Wahrheit, die hiermit ans Licht kommt über die Musikindustrie, ist sowas von... ja, in Flämisch haben wir da ein schönes Wort, das heißt verplätternd. Also mit anderen Worten, das ist so vernichtend für die Musikindustrie, dass man im Grunde noch weniger Lust hat, also so geht es mir zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr ja mal in die Kommentarsektion beischreiben, wenn sie auf ist. Hängt davon ab, wie sich die Leute verhalten. Das ist so vernichtend, dass man noch weniger Lust hat, überhaupt irgendwas von Musik zu hören. Also mir geht das jedenfalls so. Wenn ich hier und da früher vielleicht nochmal Lust hatte, hier und da ein bisschen Musik zu hören, nee. Das Einzige, was ich im Augenblick noch höre, sind die leckeren Musikstücke oder die schönen Musikstücke von Alexander, die er immer sonntagsabends vor der ersten Lesung macht und die ich dann da einspiele. Und ansonsten höre ich gar keine Musik mehr. Und ich glaube, dem Michael geht es auch nicht viel anders, der nur berufsbedingt, ne, zwischen Anführungszeichen, eben wegen dieser Serie hier und da vielleicht noch mal ein bisschen was anhören muss. Aber ansonsten wahrscheinlich auch die Schnauze voll hat von dem, was sich in dieser Welt Musik nennt. Nehme ich mal so an. Das ist jetzt sehr, sehr spannend für mich aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich die Sachen natürlich heute aus einem ganz anderen Betrachtungswinkel jetzt sehe und jetzt beruflich sozusagen im wahrsten Sinne damit, jetzt wiederum beruflich damit zu tun habe, wenn man das als Beruf oder Berufung jetzt hier sieht. Mhm. Es ist so, dass ich mir natürlich jetzt ganz gezielt die Sachen angucke und schaue, okay, was kann man noch behandeln, was muss da unbedingt rein, bevor man mal den richtigen sozusagen finalen Schlag machen, denn ich arbeite ja auch parallel an anderen Skripten dabei, wenn mir was einfällt oder wenn ich etwas höre, damit ich da jetzt den Bogen nicht vergesse, den ich eigentlich spannen will. Im Augenblick sind wir eigentlich immer noch bei den einzelnen Interpreten, um zu schauen, wer kommt denn mit welcher Agenda um die Ecke, um die Leute da irgendwo einzukassieren. Und das ist jetzt beim Beispiel Kate Bush eben, vor allen Dingen, weil sie aus Großbritannien kommt, eine ganz bestimmte Ecke, wo sie dann herkommt oder wo sie dann hingeht. Und die hatten wir eigentlich so noch nicht in den jetzigen
Besprechungen mit Queen und Amanda Lear und Alan Parsons Project und. Das hatten wir alles da noch nicht aus dieser Ecke. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, okay, nehmen wir Kate Bush mit rein. Das ist allerdings dann auch wirklich so ekelerregend teilweise, was da abgeht. Und es geht jetzt immer, immer weiter bei der Dame, dass ich dann auch froh bin, wenn diese Kate Bush-Sachen dann irgendwo im Topf sind, dann kann ich auch mal wieder die Dinge machen, wo die, also die richtig Spaß machen, wo man auch mal Sachen macht, wo vielleicht viele Leute dazukommen, die sagen, ey, Wahnsinn, den Künstler hätte ich nie gedacht oder diese Geschichte. Da bin ich mal gespannt, wenn wir wirklich mal die ganz heißen oder aktuelleren Dinge anpacken, die so von anderen nicht angepackt werden, weil sie halt sehr, sehr viel Recherche und Hintergrundinformationen dann halt benötigen. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal locker flockig mit Kate Bush weiter. Wie gesagt, ich habe mir diese Interpretin so ein bisschen aufschwatzen lassen, aber ich bereue nichts. So. Also, Kate Bush. Ist nicht Kate Bush auf dem Bild, die wir da sehen. Das ist halt ein, keine Ahnung, jemand, der halt auch so mal wieder zum Friseur könnte, aber er hat halt die typischen Insignien von Kate Bush sozusagen, einen Lippenstift, ein rotes Gewand und eine Rose im Haar. Tja, ich weiß nicht, also ich stelle mir unter Schönheitsideal doch ein bisschen etwas Klassischeres vor, finde ich. Und deswegen schauen wir doch einfach mal, was wir jetzt vielleicht in den nächsten, auf der nächsten Seite finden. Denn bei Kate Bush vermisse ich etwas. Ne, das kennen wir noch alles jetzt hier, das war eben dieses Rot-Schwarz-Thema und schlechte Träume in der Nacht. Ich habe ja auch gesagt Albträume, weil ich habe gesehen, dass es auf einer deutschen Seite als Albträume übersetzt wird und Bad Dreams ist also auch nichts Positives. Ich warte also noch auf irgendetwas Positives in den Songtexten dieser Frau. Habe ich bis jetzt so noch nicht gefunden, zumindest positiv im Sinne der Bibel nicht. Gut, beim nächsten Bild beispielsweise da unten drunter, da sieht es ja ein bisschen schlafwandelnd aus, da seht ihr ja so ein Kinderreigen sozusagen, das ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol zum Beispiel auch, was man dann halt gerne in indischen, wollte ich schon sagen, meine Güte, in irischen und englischen Gefilden dann halt auch da durchführt. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man da machen kann und das ist auch dann alles rübergeschwappt und ich finde das alles ganz lustig und alles ganz dolle. Ja, und diese Rot-Schwarz-Thematik hat man halt da überall irgendwo. Ne? Aber das ist gar nicht jetzt unser Thema hier, um sich jetzt mit den keltischen Riten und mit diesen ganzen lokalen Dingen zu beschäftigen. Sonst können wir nämlich jetzt gar nicht mehr mit Kate Bush weitermachen. Und diese Sendung heute wird schon recht wenig Kate Bush und mehr so im Allgemeinen irgendwo besprochen werden. Und deswegen sage ich jetzt mal, ich habe ein Manko. Und das Manko seht ihr auf der nächsten Seite. Denn bei, ja, das haben wir auch schon, das hatten wir auch schon genau, diese Handbewegung, die ja Christus verleugnet, diese übereinander gekreuzten Arme, die etwas anderes zu bedeuten haben auch noch, außer die Verleugnung von Jesus Christus, die haben nämlich noch eine ganz, ganz andere, ganz fiese Bedeutung, da kommen wir aber erst in der überübernächsten Sendung von, da melde ich jetzt noch nichts verraten, das ist also wirklich, okay, gut. Und ihr seht, die Dame hat sich dann als ersten Nummer 1 Hit im Vereinigten Königreich, was Wuthering Heights eben war, stürmische Höhen heißt das, ja, das ist das Original-Titelcover. Das ist nichts Positives, ne? Das, so sieht kein positives Bildcover aus. Ich bin zerrissen vor Verlangen und gequält durch Hass. Also, boah, also das ist alles wieder mal so richtig so, ne? Horror, Schocker, Thriller, wie auch immer ihr wollt. Wir kommen dann auf die Handlung, kommen dann auch später. Deswegen vermisse ich bei Kate Bush nämlich das, was ich auf der nächsten Seite nochmal geschrieben habe. Und zwar, ich vermisse Tiere, ich vermisse Kinder, ich vermisse Liebe. Diese ganzen normalen Themen, die irgendjemand jetzt hat oder die irgendjemand jetzt besingt zum Beispiel und sagt, ja, ein Herz für Kinder sollte jeder haben. Oder irgendwelche Themen über irgendwelche Pferde und irgendwelche Sachen, die mal positiv sind und das wird irgendwie nicht besungen. Ne? Es ist ja einfach auch ein bisschen gruselig, finde ich, dass gerade die Leute dann auch die Sachen kaufen. Ich meine, dass die Sänger und Sängerinnen, Protagonisten diese Sachen da absondern auf der Bühne und auf den Videos, das ist ja noch die eine Sache, aber dass die Leute das auch noch kaufen, das ist ja noch die andere. Das beweist mir aber zumindest, dass die Leute alle nach dem Rhythmus gehen und rumklatschen und stampfen und niemand auf die Texte achtet oder ganz wenige zumindest. Und ich hoffe, das können wir jetzt mit dieser Serie hier mal so ein bisschen in die Waage bringen, zumindest für die Menschen, die im christlichen Sinne unterwegs sind. Also wie gesagt, diese drei Dinge vermisse ich immer, Tiere, Kinder, Gefühle. Das ist der Rhythmus, mit dem ich immer mit muss. Fällt mir gerade so ein. Ist das nicht so eine alte Textstelle von irgendeinem Lied? Polonaise, Blankenese oder sowas? Nein, das ist das nicht. Das geht anders. Nee, weil du gerade von dem Rhythmus gesprochen hast, der eben ja in den Leuten sich auch widerspiegelt, was über die Musik kommt. Deswegen sage ich, das ist der Rhythmus, mit dem ich immer mit muss. Und das ist ja im Grunde, also wenn wir das mal eben auf den Punkt bringen, das ist ja im Grunde das Fiese der satanischen Musikagenda.
Satan gebraucht ja Rhythmus, er gebraucht Schwingungen. Und diese Schwingungen versetzen uns, ob wir das wollen oder nicht, weil unser Körper auch zum großen Teil aus Wasser besteht, versetzen uns in bestimmte Schwingungen und versetzen uns in bestimmte Sphären, kann man ja schon fast sagen, ohne dass wir das im Grunde wollen. Deswegen dieser Satz, das ist der Rhythmus, mit dem ich immer mit muss, ist leider allzu wahr, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man den wahren Heiligen Geist hat, um sich leiten zu lassen. Weil wenn man den nicht hat, dann wird man von diesem Rhythmus mitgerissen. Na, vielleicht mal eben interessant, um das am Anfang zu bemerken. Aber sonst mach bitte gerne weiter. Das ist eben, also Udo Lindenberg hat es mal gemacht mit Rudi Rathlos, mit dem Rhythmus, wo jeder mit muss. Und auch Stefan Remmler, der Leadsänger von Trio, der hat es mal gemacht in Keine Sterne in Athen. Das sind die zwei Sachen, die ich jetzt gerade mal so eben rausgefunden habe. Vielleicht war es ja eins von den beiden. Gut, also die positiven Dinge sehe ich nicht. Ich sehe jetzt immer nur bei Kate Bush irgendwelche Horrorgeschichten, vor allen Dingen egozentrische Horrorgeschichten, dass sie da macht. Deswegen gucken wir uns jetzt mal diese Geschichte ein bisschen genauer an. Also, Wuthering Heights, das ist das Plattencover, was auch dem LP-Cover, dem Langspielplattencover, damals gab es ja noch keine CDs, 1978 entspricht. Wuthering Heights ist hier genau wie Kate Bush in asiatischen Schriftfonts eingezeichnet. Ich hatte in der letzten oder vorletzten Sendung fälschlicherweise gesagt, in asiatischen Schriftzeichen, was nicht stimmt, sondern es ist asiatischer Schriftfonds sozusagen mit diesen Verzierungen dran, so ungefähr würde ich das zumindest titulieren. Und sie hängt dann halt da wieder an dem Kreuz mit dem Drachen hinten an. Und ich vermute einfach, sie hat eben diese Schriftfonds oder man hat diese Schriftfonds benutzt, damit man eine Rechtfertigung hatte, um den Drachen, der ja in den asiatischen Religionen oder auch jetzt in China speziell verehrt wird, den da irgendwie so ein bisschen unterschmuggeln zu können. Das ist zumindest meine Vermutung, die ich jetzt erstmal hätte. Ne? So, dann kann man nicht immer noch sagen, ja, Moment mal, ne? Das ist ja alles in asiatisch gehalten und da Kate Bush einiges auch mit asiatischer Mythologie zu tun hat, zumindest einiges Randbemerkungen, da kommen wir dann später hin drauf, dann wäre das jetzt zumindest schon mal so eine Erklärung, die jetzt die Plattenfirma geben würde und sagen würde, nein, das hat doch alles gar nichts mit der Offenbarung zu tun. Ne? Okay. Also im Gegensatz zu uns ist eben der Drache in den asiatischen Religionen und beziehungsweise auch jetzt in China speziell ein absolutes, hoch angesehenes Tier. Es gibt sogar in der chinesischen Astrologie gibt es das Zeichen des Drachen. Ganz bekannter Protagonist war Bruce Lee. Deswegen wurde Bruce Lee, weil er im Jahr des Drachen geboren worden ist und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, noch in der Stunde des Drachen geboren worden ist, auch kleiner Drache genannt, Little Dragon. Deswegen, also Drache ist in China äußerst populär. Da gibt es ja auch diese ganzen Feste und Drachenboote und so. Da gibt es ganz interessante Geschichten zu, wo auch Mitglieder des englischen Königshauses mal an so einer Drachenboot-Rallye teilnehmen. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ne? Okay, jetzt muss ich mal weiter scrollen oder du müsstest bitte weiter scrollen. Da sehen wir nochmal die Protagonistin mit ihren gekreuzten Händen. Ja, das ist also so ein Stillbild, ein Standbild aus dem Video Wuthering Heights. Und dann gehen wir jetzt mal direkt zum nächsten. Das ist jetzt hier nun mal der Vollständigkeit halber, das sind die handgeschriebenen Lyrics. Also da habt ihr beispielsweise mal die Handschrift von Kate Bush. Da die Leute, die sich mit Graphologie verstehen, einen Schritt vor. Ich habe das jetzt nicht auch noch seziert. Da gibt es auch eine ganze Menge, die Leute, die Profiler sind zum Beispiel, die sowas auseinandernehmen und dann halt sagen, okay, die Schrift, die weicht nach rechts unten ab, das bedeutet dann dieses und jenes und die Sachen werden dann so geschrieben und die Vokale werden so geschrieben und so weiter und so fort. Da gibt es also auch eine ganze sogenannte Wissenschaft zu. Aber ich wollte es halt einfach nur mal zeigen, das hat sie also tatsächlich selber geschrieben. Darum geht es mir jetzt einfach. Deswegen zeige ich das, damit ihr seht, nein, 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 dieses Bild ist nicht für Kate Bush geschrieben worden von irgendeinem total ausgefallenen Songtexter. Nein, 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 nein. Also laut allgemeiner Beschreibung, die man überall findet, hat sie das selber geschrieben. Das heißt, sie hat das selber verwurstelt und sie ist auch diejenige, die man dafür auch zur Rechenschaft ziehen kann, beziehungsweise die man da auch drauf festnageln kann, wie an ihrem Kreuz mit dem Drachen dahinterher. Vielleicht sollten wir eher sagen, der Geist, der sie besitzt, hat diesen Text oder diese Texte geschrieben. Das kommt ja gleich noch im Skript. Naja, ich meine, Genau. du sagst der Mensch, aber Jesus lehrt uns ja, wir sollen den Menschen lieben, ja? Auch unsere Feinde. Und das können wir ja nur, wenn wir einen Unterschied machen zwischen dem Menschen und dem Geist. Ja, Lesung 11. Ja.
Über die Drag Queens, da hatten wir das Thema ja schon mal ausführlich. Naja, ist gut. Ich wollte es nur noch mal kurz in Erinnerung rufen, weil ist ja nicht jeder. Ja, du hast ja recht, klar. Jeder, der sich das hier anschaut, hat ja nicht alle Folgen gesehen, ne? Von daher. Ja, das ist aber schlecht. Ich zwangsnötig, ich bin da ja bei. Ich muss sie ja gesehen haben, aber. Naja, genau. Gut, mach mal weiter. Ja, dann scroll mal bitte weiter, so ein paar Sätze. Dann siehst du direkt dieses Rotgedruckte. Dieses Rotgedruckte heißt in Deutsch übersetzt, sie hat diesen Song geschrieben, nachdem sie die letzten 10 Minuten der 1967er BBC, also British Broadcasting Corporation, also so ungefähr das, was bei uns die ARD ist in England, Miniserie basiert auf dem Buch Stürmische Höhen von Emily Brontë, da mitbekommen hat im Fernsehen. Und sie hätte angeblich, es ist übertragen, also ist übertragen worden, sie hat den Song geschrieben innerhalb ein paar Stunden spät nachts. Und das werden wir gleich nochmal ein bisschen deutlicher von ihr selber hören in einem Interview. Ne? Also das ist geschrieben worden am 5.3.1977, veröffentlicht ist es natürlich, aufgenommen ist natürlich später. Und dieses Lied Wuthering Heights ist also in Bezug nehmend auf diesen Horrorfilm, der halt ein Skript hat, was schon viel älter ist, denn der Film dazu ist 1939 auf den Markt gekommen. Da gab es auch später mal ein paar andere Farbepisoden dann dahinterher, also ein paar Reprises oder ein paar Fortsetzungen, wie auch immer. Ja, aber das, was ich jetzt, dieses Plakat, was ich da gefunden hatte und eben gezeigt hatte, war von 1939, auch mal ein interessantes Datum, ne? Gut, und da ist eben diese Catherine, von der sie singt, ja, ist eben ein Geist, das ist eine Verstorbene, ja, die ihren Liebhaber, ihren Angebeteten und wie auch immer Heathcliff aus dem Grabe ruft. Wir sehen keine Kinder, keine Tiere, keine Liebe, also, ne, also wenn dann pervertierte Form von Nekromantie, aber wir sehen halt schon wieder dieses, schon wieder so richtig okkulte Themen. Und das hat eben nichts mit irgendwelchen normalen Themen zu tun, die irgendjemand jetzt vielleicht schreiben würde, wenn er halt so alt ist wie Kate Bush. Und Kate Bush war halt 1977, ich habe jetzt das Geburtsdatum für ihr nicht ganz im Kopf, ich meine, die ist von 1960 oder so. Die war auf jeden Fall da also gerade mal, wenn überhaupt, 17, 18 Jahre alt oder so. Ich finde es jetzt nicht aus dem Kopf. Müsst ihr mir jetzt bitte nachsehen, ich habe nicht immer alle Daten von den ganzen Leuten hier im Kopf, aber das ist ja kein normaler Inhalt, habe ich ja letztens schon mal erklärt, mit der man sich halt da rumschlägt, wenn man jetzt da in irgendeiner Art und Weise jetzt ein Lied schreibt. Da muss man also schon sich für solche Themen doch explizit interessieren. Ne? Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, was sie nicht alles bereits geschrieben hat, als sie 13 war. Ne? Mhm. Also von daher jetzt noch ein paar Jahre älter. Geht ja anscheinend nicht in die göttliche, christliche Richtung, sondern eher in die Spirale nach unten weiter. Ne? Also sie ist von 58, also sie war 19, als sie es geschrieben hat. Okay. So, das ist also das, was wir also jetzt schon mal wissen. Es handelt sich da um eine Horrorgeschichte sozusagen von einer Verstorbenen, die da jetzt ihren zurückgelassenen Liebhaber kontaktiert, drücken wir es mal so aus. So ähnlich wie die Nachricht von Sam, aber halt ein paar Jahre früher, ne? So ein bisschen in die Richtung. Aufgenommen ist das Ding von Andrew Paul, haben wir ja schon mal gesagt, von The Alan Parsons Project. So, und der Engineer, also der Sound Engineer, der Tonmeister da, hat gesagt, wir haben den Mix um Mitternacht gestartet. Ja, we started the mix at around midnight. Also, ist ja interessant, ne? Komisch, komische Arbeitszeiten haben die Leute, oder? Findet ihr nicht? Also ich habe immer gedacht, so wenn ich gearbeitet habe im Metier oder überhaupt, dann habe ich immer gedacht, so ja gut, ich arbeite dann so tagsüber, wenn man ausgeschlafen und fit ist, aber anscheinend gehört Kate dann doch zu den Nachtschwärmern, das mal so ganz gelinde gesagt, oder? We started the mix at around midnight und Kate war die ganze Zeit da und hat uns angefeuert und ermutigt. Ja, wir haben dann weitergemacht mit der Arbeit und haben dann ungefähr um 5 oder 6 am selben Morgen haben wir dann aufgehört und haben wir dann die Arbeit beendet. Also, die haben um 12 angefangen und haben morgens um 5 oder 6 die ganze Session beendet. Interessant, oder? Gut, machen wir mal weiter. Als der Song dann Nummer 1 geworden ist, am 20. Januar 1978 ist der rausgekommen, ja, war es die erste Nummer 1 in den Vereinigten Königreich, die geschrieben und dargebracht wurde von einer weiblichen Sängerin, ja, oder einer weiblichen Künstlerin, sagen wir es mal so, ist ja alles Kunst. Ja. Ja, und das ist halt schon eine sehr, sehr ausgewöhnliche Geschichte. Und dann sind wir doch schon wieder bei dem Richtung Wunderkind, oder? Wenn das so die erste ist, die das halt geschafft hat, da was zu machen, Nummer 1 zu machen und
Dann auch noch mit so einem Inhalt. Naja, das ist schon sehr interessant, finde ich. Ne? Dann gibt es eine ganze Menge Coverversionen davon. Also wirklich ein ganz bekanntes Lied. Ihr solltet euch das vielleicht mal anhören. Ich kann es jetzt hier nicht einspielen, weil ich glaube, dann sonst kriegen wir echt hier einen Copyright-Claim oder so. Das muss jetzt nicht sein. Und das Lied ist auch ziemlich anstrengend, finde ich jetzt zumindest. Ne? Weil sie also dann doch so ein bisschen... Ja, wie soll ich mal sagen, so ein bisschen opernhaft dann, also die Stimme sehr, sehr, sehr hoch und sehr, sehr aggressiv dann halt erklingen lässt. Ne? Das ist schon ein außergewöhnliches Stück. Das hat mit normaler Popmusik, speziell in der Disco-Zeit 1978, 79, erinnert euch, da waren ja so andere Dinge so populär. Ne? Hier so Chic Le Freak und YMCA und Patrick Hernandez, Born to be Alive und solche ganzen Sister Sledge, Lost in Music, waren ja andere Dinge, Blondie, Heart of Glass, dagegen ist hier Wuthering Heights, ist eine Oper dagegen, kann man schon fast sagen. Ne? So, und dann gucken wir uns doch mal an, was zu dem Schreiben über Wuthering Heights in dem rot fett gedruckten Kate Bush selber im Interview sagt. Und sie sagt, ich lese jetzt nur das Deutsch Übersetzte, ich schrieb in meiner Wohnung und saß eines Abends im März gegen Mitternacht am Klavier. Es war Vollmond und die Vorhänge waren offen und jedes Mal, wenn ich nach Ideen suchte, schaute ich auf den Mond. Eigentlich kam es ganz einfach oder ganz leicht. So, also, die haben es damals aufgenommen, hat der Toningenieur gesagt, um Mitternacht haben die angefangen und sie sagt selber in einem Interview, sie hat es um Mitternacht geschrieben. Noch mehr Zufälle? Oder seht ihr langsam ein Muster? Erinnert euch mal daran, von der Schwierigkeit des Songschreibens, was euch der Nobelpreisträger Bob Dylan mal erzählt hat in Folge Nummer 13. Ich habe mir die auch ganz bewusst für die 13 aufgespart, wo er gesagt hat, ja, ich kann so eine Texte heute nicht mehr schreiben. Und er hat ja gesagt, dass er den Songtext zu It's Alright, Mama, I'm Only Bleeding, wo er die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen, dass es da um einen Ritualmord geht, dass er das innerhalb von 10 Minuten geschrieben hat. Einen kompletten Songtext, nicht der kürzeste. Und sehr, sehr kompliziert. Dann hat er innerhalb von 10 Minuten geschrieben. Und Kate Bush sagt hier auch, ich habe Mitternacht angefangen, habe nach draußen geguckt, da kam, die Vorhänge waren offen und da kam halt der Wind rein, so nach dem Motto, ne? Und jedes Mal, wenn ich nach Ideen suchte, schaute ich auf den Mond. Eigentlich kam es ganz leicht. Seht ihr da langsam ein Muster? Ich hoffe ja. Gut, machen wir weiter mit Wuthering Heights. Wuthering Heights war, wie gesagt, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Schaut mal hier die Chartposition. Australien 1, Belgien 6, Frankreich 14, Deutschland 11, Irland 1, Italien 1, Holland 3 oder Niederlande, Neuseeland 1, Schweiz 1, Schweiz 8, United Kingdom, also England 1. Ist schon eine richtig heftige Nummer. Ne? Kann man also nicht anders sagen. Ist also schon nicht jetzt irgendwie so Lokalgröße, ist schon richtig fett. Ja. Und Wuthering Heights, eben dieses heißt stürmische Höhen, also ist jetzt auch irgendwie nichts Positives und sie war angeblich nie an diesem Ort, wo es dann halt statt, wo dann dieses Film und Buch spielt, aber darum geht es ja auch gar nicht. Sie hat den Text geschrieben oder ihr Geist hat den Text geschrieben oder ihr Geist hat den Text niedergeschrieben. Sucht euch das aus innerhalb von kürzester Zeit. Es kam alles ganz leicht und sie hat es um Mitternacht geschrieben und es um Mitternacht ist es vertont worden, ein paar also ein bisschen später halt einfach. Ne? So, und hier sind die Lyrics zunächst in Englisch. Und es geht sich bei diesen Lyrics eben, deswegen können wir die Englischen jetzt eigentlich auch völlig vernachlässigen, eigentlich fast vernachlässigen, da geht es jetzt um diesen Songtext, da geht es jetzt um diesen Songtext, da geht es jetzt halt einfach um die Beschreibung erstmal sozusagen dieses Filmes, den sie ja da gesehen hat, okay? Und das Erste, wo ich da gestutzt habe bei diesem Songtext, war nicht nur Bad Dreams in the Night, sondern die Geschichte, ihr habt es ja vielleicht schon direkt gesehen, weil es fett gedruckt ist, On the Other Side. Auf der anderen Seite von dir. Mhm. Ihr wisst doch langsam, glaube ich, was es auch so eine Allegorie ist, On the Other Side oder On the Dark Side. Ne? Dass es eine andere Allegorie ist, eben auf der anderen Seite. Also es muss immer das Gegenteil sein. Ne? Das Gegenteil zu Mann ist Frau, das Gegenteil zu hell ist dunkel, das Gegenteil zu Tag ist Nacht, das Gegenteil zu göttlich ist halt teuflisch. Ja? On the other side from you. So, und sie schreibt hier, cruel Heathcliff, also grausamer Heathcliff, das ist ihr Liebhaber, den sie gerne zurück hätte, mein einziger Traum, mein einziger Master. Oh, oh. Ja, da gehen wir jetzt gleich mal ins Deutsche rein.
Ja? I'm so cold, let me in your window. Und da steht sie halt. So, und dieses Bild, guckt euch mal dieses Bild an. Kate Bush wird als unheimlich hübsch beschrieben. Und sie singt jetzt da gerade, ich habe es ja extra da rüber kopiert aus einem Video, Let me grab your soul away. Positiv? Nee, ne? Also, sie möchte ihm seine Seele da einfach wegklauen sozusagen, ja, und schaut euch mal an, wie sie da aussieht auf dem Bild. Ja, sie reißt da den Mund extrem weit auf und sie hat da so einen ganz, ganz komischen Ohrring an. Ah, dieser Ohrring, da will ich jetzt nichts reininterpretieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch irgendwann ein Tier ist, was ich jetzt auch nicht so als positiv empfinde. Es kann aber jetzt an meiner Brillenglasstärke liegen, dass ich das nicht sehen kann. Vielleicht sieht der Jörg da mehr, aber ich finde erstmal nicht, dass es da jetzt auf eine unheimlich hübsche Person zutrifft, die ich da auf dem Video sehe und mit einem positiven Kontext. Ich denke eher mal genau das Gegenteil ist der Fall für mich im Augenblick. Der Ohrring sieht irgendwie aus wie ein komischer Vogel, Fledermaus, ja. Phönixartig, wenn er Phönix, irgendwie sowas. Sowas, ne? Ja, wenn er fliegt, auch, ne? Sowas mhm. in der Richtung, ja, so sieht mhm. das aus. Ja, gut. Also die Frau hat einen Vogel, kann man schon mal so sagen. Ne? So, und jetzt habe ich unten drunter mal die richtige Stelle, glaube ich, hoffentlich gefunden. Es gibt da ein Video auf YouTube, wo drauf steht Wuthering Heights, die Fensterszene, ein Vergleich der Fensterszenen aus den verschiedenen Filmen, also sprich aus dem Schwarz-Weiß-Film von 39, aus dem Remake von ich weiß nicht wann und so weiter. Da sind bestimmte Dinge und da habe ich mal die Key-Szene, die Schlüsselszene da mal kopiert und da seht ihr rechts diesen Geist, der da aus dem Fenster reinschwebt. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut erkennen. Ihr könnt euch ja gerne auf dem Video angucken. Ihr habt den Titel ja jetzt. Der Titel heißt Wuthering Heights Window Scene Comparisons. Da seht ihr also genau diese Geschichte, dass Katie, die Kate, von Kate Bush besungen wird. Ja, Kate Bush singt Katie da. You know it's me, Katie. Das singt sie ja. Du weißt, ich bin's, Katie. Heathcliff ist ich bin's, Katie. Ich bin heimgekommen. Mir ist so kalt. Ja klar, sie ist tot. Ja? So, und da ist eben die Geschichte, dass ihr da seht, da findet halt ein Austausch statt zwischen zwei Welten oder, wenn ihr so wollt, from the other side. Ja. Ja. So, und der Hintergrund dieses Liedes ist eben das, dass Kate Bush dieses Lied eben gemacht hat als Debütsingle. Das heißt, es ist ihre erste Single, die rausgekommen ist. Und die B-Seite davon ist eben dieses Kite. Das ist eben dieser Drache, den wir letztens besprochen haben. Ja? Und naja, es ist also auf jeden Fall ganz interessant, wenn man das sich alles dann anschaut. Und sie hat dann halt eben die erste Nummer 1 gehabt am 11. März 1978. Ne? So. Und jetzt geht's weiterhin, dass eben die Kate Bush 86 den Song nochmal neu aufgeschwommen hat. Und jetzt kommt die Interpretation, die offizielle Interpretation von Wikipedia. Der Song bezieht sich auf den Roman Wuthering Heights von Emily Bronte. Das Findelkind Heathcliff, so heißt er also, wächst bei der Familie Earnshaw in Yorkshire auf. Als Jugendlicher verliebt sich Heathcliff in seine Ziehschwester Kathy. Kathy heiratet jedoch den wohlhabenden Edgar Linton. Sie stirbt im Kindbett. Aus Zorn und Frustration nimmt Heathcliff Rache an den Earnshaws und Linton, indem er beide Familien terrorisiert und in den Ruin treibt. Selbst mittlerweile Besitzer von Wuthering Heights wird er geplagt von Kathys Geist, den er zwar nicht sehen, doch um sich spüren kann. Vor seinem Tod erscheint ihm Kathy endlich am Fenster. Sie nimmt seine Seele zu sich. Und an dieser Stelle setzt eben der Song ein. Der beschreibt die Kindheit der beiden, das Temperament des Jungen und wie er den Hof verliert oder den Hof verließ so, und so weiter und so fort. Und dann hat sie Albträume und meint, dass sie den Kampf um ihren Liebsten da verloren hätte und so weiter und so fort. Und da unten drunter steht dran drin, erst im Tod erkennt Kathy, dass Heathcliff ihre wirkliche Liebe war. Sie kehrt als Geist zu ihm zurück. Und sie hat ja da geschrieben, my only master, I'm coming back, love, cruel Heathcliff, my only dream, ich komme zurück, mein Lieber, mein brutaler, mein gemeiner Heathcliff, mein einziger Traum, mein einziger Meister. Da hat die Bibel eine andere Meinung zu. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Genau, so. Sie macht dann also schon mal eine Anmerkung, die wir als bibeltreue Christen so nicht stehen lassen können. Das ist das eine. Das ist aber jetzt noch nicht das Hauptargument. Das Hauptargument ist das eben, dass sie jetzt so tut oder dass sie jetzt die Protagonistin ist, die jetzt quasi Werbung dafür macht, in Form eines Liedtextes dafür, für dieses unchristliche
Stück oder Buch oder Film, wie auch immer ihr wollt, ja, und sie jetzt da Position bezieht und sagt, ja, das ist genau mein Ding, deswegen singe ich das und damit verdiene ich auch eine ganze Menge Geld und damit bekomme ich Ruhm. Ja, indem sie sagt, ich bin ein Geist, ich bitte ihm am Fenster um Einlass, ja, und it gets dark, es wird dunkel, es wird einsam auf der anderen Seite from you, von dir, on the other side from you. In der dunklen Welt der Toten ist Katie einsam, sie will mit ihrer anderen Hälfte Heathcliff wieder vereint sein. Da habt ihr schon wieder diese Geschichte mit on the other side. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an Silke Bischoff, dieses sehr traurige Mädchen, was im Rahmen der damaligen Geiselaffäre von Gladbeck da zu Tode gekommen ist. Da hat dann die Gruppe sich gebildet nachher, die sich, naja, sehr pietätlos auch Silke Bischoff genannt hat und dieses Lied herausgebracht, On the Other Side, I See You Again. Und wenn ich als Gruppe mich Silke Bischoff nenne, ja, dann bin ich die Stimme sozusagen einer Toten. Und wenn ich dann sage, On the Other Side, I See You Again, dann bin ich derjenige oder diejenige, die dann sagt, pass mal auf, ich bin jetzt hier schon im Totenreich angekommen und ich warte auf dich. On the Other Side, I Will See You Again. Auf der anderen Seite werde ich dich wiedersehen. Wenn man also jetzt bei einem Lied nicht sicher ist, was The Other Side ist, dann könnt ihr euch langsam sicher sein, was The Other Side wirklich ist. The Other Side ist nämlich das Totenreich. The Other Side ist nämlich genau The Darkness. The Other Side ist nämlich genau das Entgegengesetzte zu dieser Welt hier. Das ist The Other Side. Ja? So, und jetzt sagt man hier, sie holt seine Seele zu sich. Er erkennt sie, da habe ich ja schon wieder ein Problem mit diesem Ausdruck, er erkennt sie und stirbt in Verzückung über die letztliche Vereinigung mit ihr. Also, es wird hier gesagt, dass es möglich wäre, dass ein Geist aus dem Totenreich einen Menschen, einen lebenden Menschen besucht, ja, und dass dieser dann halt einfach spürt. Das ist ja das, was dieses Märchen oder dieser Thriller, dieser Horror jetzt hier aussagt. So, und das wäre jetzt das, Nekromantie, das wäre jetzt das, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt Kontakt mit Toten auf, denn Kathy ist ja tot, sie ist ja gestorben im Kindsbett, wie wir erfahren haben. Und das wäre jetzt völlig konträr zu den Aussagen der Bibel, die zu den Toten und auch damit natürlich zu den toten Geistern oder zu den Geistern der Toten eine ganz spezielle Meinung und eine ganz spezielle definitive Aussage hat. Das wäre jetzt Jesaja 8,19. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Und im Prediger 9,5 steht geschrieben, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ja, und das ist genau der Punkt, Jörg. Da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass es also so nicht möglich ist, dass jemand aus dem Totenreich dich besucht, weil in der Bibel ganz klipp und klar geschrieben steht, die Toten wissen nichts und die Toten tun nichts. Die Toten schlafen. In der Bibel gibt es eine Stelle, Bruder, die sollten wir dann vielleicht mal irgendwann raussuchen. Das erwähnt Tom öfter. Da geht es in den Büchern Samuel darum, wo Samuel den Saul bei der Hexe von Endor, ja, Endor, genau, das kennt ihr aus Star Wars, ne? Die holen sich auch Namen aus der Bibel, die Hexe von Endor befragt und diesen Saul nochmal sprechen will und der tatsächlich in der Bibel erscheint. 1. Samuel, aber in der, ist das da? Ja, ich weiß, ich habe die Stelle, ich kenne die Stelle nicht auswendig, aber ja, gut, sag mal, wo ist das? 1. Samuel und dann? 28,7. Ja, dann muss ich das doch mal eben aufmachen. Ich kenne die Stelle selbst ja nicht, ich weiß es nur von Tom seinen Erzählungen immer. Und ich fand das unglaublich spannend, dass er eben erzählt, schau, da ist eben eine Geisterbeschwörung in der Bibel, wobei die Bibel doch immer sagt, es gibt keine Geister. Also muss man das eben auch richtig verstehen. Und dann, ist das das ganze Kapitel oder ist das nur ein Teil, den ich davon lesen muss? Weißt du das jetzt? Oder? Das ist eigentlich nur zwei Sätze sind das. Ja, und weißt du, wo die stehen? 28,7, 1. Samuel. Ich kann sie auch vorlesen. Ja, ist gut. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Ja, und dann kommt im Grunde die Geschichte, wo er da hingeht. Ne? Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm.
Und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Nacht, ne? Und er sprach, wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich deshalb keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach, bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und so weiter und so weiter. Also, der wichtige Satz ist hier, den wir sehr gut verstehen müssen. Da sprach die Frau, wen soll ich dir denn heraufbringen? Und nun die Frau Samuel sah. Da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Das heißt, da wurde tatsächlich ein Geist heraufbeschworen. Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass es hier um Saul geht. Aber das kann nicht sein, da wir ja wissen, dass die Toten eben, wie in Prediger 9,5 steht, dass die Toten gar nichts wissen und dass die Toten eben nicht mehr da sind. Und es gibt auch keine migrierende Seele und ewig lebende Seele. Das war ein Dämon. Ja, richtig. Genau das gebraucht Gott hier in der Bibel, um uns das deutlich zu machen. Gott gebraucht hier eine Dämonenbeschwörung und einen Dämon, um uns zu zeigen, das ist alles falsch. Und ich möchte da noch mal ganz kurz eine Brücke schlagen, Michael, weil ich lese ja im Augenblick, das ist natürlich zeitlich überhaupt nicht zusammenhängt, vielleicht doch, ja, vielleicht doch. Dieses Video kommt ja erst irgendwann Januar raus auf YouTube. Ich lese ja im Augenblick das Buch über die Marienerscheinungen, eine für alle, alle für eine Königin des Himmels, mit Maximilian zusammen. Und da geht es ja auch um diese Erscheinungen, ja, um diese Auftritte der Maria, nenne ich sie jetzt mal, und andere Heilige, die also, da sind ja mehrere Erscheinungen, die da sind. Und das ist alles dämonische Arbeit. Das ist alles von der anderen Seite. Ja, von deswegen steht. Die Michael hier ständig erwähnt, ne? On the other side, ne? Die andere Seite, die dunkle Seite, wie in Star Wars ja so toll verkauft wird, die dunkle Seite der Macht. Naja, und das ist eben genau dann auch die Referenz zu Mitternacht oder zu der Dunkelheit, ne? Da geht es dann ja auch schon wieder darum, ne? Da sind ja dann schon so sogenannte Schlüsselwörter, Keywords, Codewörter, sage ich jetzt mal, ja, die da gesetzt werden, die Leute, die das wissen sollen. Und das wissen dürfen, die wissen eigentlich schon genau, was die Uhr sozusagen geschlagen hat, wenn jemand halt gewisse Schlüsselwörter benutzt. Das ist eben das, wo ein normaler Mensch halt ganz unbedarft die Zeitung weglegen würde und sagen, aha, ja, okay. Ne? Aber das hat eben alles was zu bedeuten. Und das ist eben, die Bedeutung da rauszufischen, ist dann nicht so ganz leicht. Und kann man auch nicht oberflächlich machen. Und deswegen dauern auch diese Lesungen halt so lange. Ne? Aber das ist klar, das ist also sogenanntes, du hast es eben angesprochen, es gibt diese Transmigration der Seele oder Transmigration of Souls, das ist in der Esoterik also ein ganz, ganz beliebtes Thema auch. Und es gibt also auch dann diese, also angeblich gibt es das, ne? Also darum geht es jetzt. Es, ne? Gibt die falsche Lehre davon, ja, es gibt genau. Das nicht. Genau, so, und es gibt halt im Esoterischen dann auch die Sache, dass man da, jetzt bin ich aus dem, Moment, jetzt bin ich aus dem Tritt. Ja, Entschuldigung, das ist mein Fehler. Nee, ach Quatsch, nein, nein. Und, toll. Also es gibt die Transmigration der Seele. Ach so, ja, jetzt hab, ja, genau. Genau, und es gibt dann halt auch so ein sogenanntes Channeling, wo man dann halt auch so Channeling-Medien kontaktieren kann, die sich halt dann mit an der angeblich verstorbenen Großmutter oder was weiß ich in Verbindung setzen. Eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Wurde mir auch schon mehrfach angeboten, nachdem ich immer mir angeschaut habe, von welchen Leuten mir das angeboten wurden, habe ich dann also ganz, ganz schnell Abstand dazu genommen. Erstens fand ich das so völlig pietätlos, jemanden in seiner Ruhe zu stören, wenn es denn überhaupt möglich gewesen wäre. Aber als ich das Angebot bekommen habe, war ich knapp 30 und ist also schon über 20 Jahre her. Oder noch jünger, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das, wenn man sich die Leute anguckt, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, dann hat man dann auch vielleicht auch teilweise einen Einblick davon, mit welcher Qualität das dann hat, ne? Gut, also
wie gesagt, das sind alles ganz, ganz fiese Themen, aber diese Themen bringt sie hier auf den Tisch, die Kate Bush. Ja, das kann man ja nicht anders sagen. Wir befassen uns ja nur damit, weil eben Kate Bush solche Sachen auf den Tisch bringt. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wie andere Menschen anhand dieses Bild zum Beispiel Kate Bush sehen. Da seht ihr noch mehr Kate Bush in einem dunklen Wald. Sie ist also umgeben von Helligkeit irgendwo, alles andere ist dann zappenduster. Und sie steht in ihrem feuerroten Kleid da mit Blümkes, mit Rosen. Und hat dann die Hände hoch und hat dann ihren schwarzes Leibchen und sie hat eine tolle Figur, kann man nicht anders sagen. Die Frau ist ja auch ansonsten ziemlich spindeldürr, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht einfach darum, wir haben dieses Rot-Schwarz und sie steht da in der Dunkelheit. Also es ist nicht ein Bild, was irgendwo einen lebendigen Tag auf diesem Bild da andeuten würde. Und auch in dem Video sehen wir sie mit dieser Rose im Haar und würde mich ja jetzt mal interessieren, warum trägt die denn immer diese Rose im Haar? Es gäbe da. Darf ich da mal was zu sagen? Ja. Die Rose ist ein Emblem für die Himmelskönigin. Ja. Deswegen hatte Martin Luther auch die Rose in seinem Emblem. Nicht, weil er Rosenkreuzer war, sondern weil er Maria noch sehr verehrt hat. Und sogar den Rosenkranz sein Leben lang gebetet hat. Deswegen heißt es ja auch Rosenkranz, der Kranz der Maria, Himmelskönigin, Semiramis. Entschuldigung, wenn ich jetzt gespoilert habe, aber das musste ich jetzt auch mal loswerden. Nee, ist gar nicht gespoilert. Es geht in mehrere Richtungen. Die Leute würden ja erstmal sagen, ach, rote Rose, denke ich doch an Valentinstag zum Beispiel. Ne? Oder an Amors Pfeil, ne? Der halt da jetzt da abschießt und so. Ne? Aber ich habe eine ganz andere Allegorie dazu, und zwar dieses hier. Aus dem ganz einfachen Grunde, dass es in englischsprachigen Kate Bush-Foren oft zu der Unterstellung käme, dass Kate Bush irgendetwas zu tun hat aufgrund ihrer Nähe zu Pink Floyd, David Gilmour und aufgrund ihrer Nähe zu Peter Gabriel, die beide dazu stark verdächtigt werden, eben in gewissen Orden Mitglied zu sein. Nichts Genaues weiß man natürlich wieder nicht, denn ein Geheimorden ist immer dazu da, seine Integrität zu wahren und letzten Endes auch nach außen hin keine Informationen weiterzugeben. Das heißt, ab jetzt bewegen wir uns jetzt hier auf einem sehr, sehr interessanten spekulativen Feld. Das heißt, ich kann der Frau Bush jetzt nichts nachweisen, aber sie hat halt die Nähe zu David Gilmour und sie hat die Nähe zu Peter Gabriel und sie hat die Nähe zu Alan Parsons und. Sie hat also eine ganze Menge Nähe im jungen Alter schon zu hochrangigen Luziferianisten oder, wenn das war jetzt ein bisschen nett gemeint, also zu hochrangigen Teufelsanbetern, Satanisten. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. So, und da gibt es eben in England diesen damals gegründeten Order, hermetischen Order der goldenen Dämmerung. Ja? Und die haben in der Mitte eben diese Rose. Ja? Sieht man dann vielleicht dieses rote Etwas da, was in der Mitte von diesem Kreuz ist. Und dieses Ding hat es in sich. Ich will jetzt gar nicht die ganze Sendung über dieses Symbol jetzt hier wieder verbringen, darum geht es gar nicht. Aber aufmerksame Besucher und Betrachter und Mitverfolger dieser Serie müssten da ja schon auffallen. Da sind eine ganze Menge Dinge, die wir schon mal behandelt haben. Beispielsweise Pentagramme und Hexagramm. Und noch mehr. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Warum ist das so? Naja, es ist halt einfach so, weil die Jungs halt einfach über Symbole kommunizieren. Jemand, der halt eingeweiht ist, der weiß, was diese Symbole bedeuten. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Ihr habt hier nicht mit der Bibel zu tun. In der Bibel gibt es keine Symbole. In der Bibel gibt es das zweite Gebot. Es gibt keine christlichen Symbole. Auch wenn ihr hier ein Kreuz seht. Ein Kreuz ist kein christliches Symbol. Ein Kreuz gab es schon ganz lange, bevor Christus diese Erde bewandelt hat als Mensch. Ja? So, und das ist jetzt diese ganze Geschichte. Alles, was jetzt ab hier erzählt wird, ist alles Lüge. Das heißt, jeder wird jetzt irgendetwas anders erzählen und ich kann die Lügen hier teilweise auch aufdecken. Und deswegen fand ich dieses Symbol jetzt interessant zum Betrachten. Denn jeder wird euch eine andere Geschichte dazu erzählen, was es denn zu bedeuten hätte und warum das dann so ist und was es dann alles ist und dass es alles ganz toll ist und überhaupt gar kein Problem ist. Und ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Beispielsweise mit der verkehrten Inschrift INRI, die da steht, ja, also INRI, die so nicht auf dem Kreuz stand, ja, oder beispielsweise an verschiedenen Sachen, die da noch eben falsch sind. Und da habe ich eine Sache beispielsweise mir angeschaut, da komme ich dann gleich zu. Es geht jetzt auch nicht darum, eine Stunde über dieses Symbol zu reden, sondern nur zu zeigen, alles das, was ihr aus Informationen, aus okkulten Kreisen, aus Geheimgesellschaften bekommt, sind zwangsläufig Täuschungsversuche. Ja, die wollen euch einkassieren, die wollen euch zeigen, guck mal hier, das ist ganz toll, wir sind viel besser als die anderen und ihr seid was ganz Besonderes. Und die appellieren immer an die Eitelkeit.
immer an die Eitelkeit und an die Egozentriertheit der Leute, die weiterkommen wollen im Leben, die sich also quasi auf der Rangfolge, der Hierarchie, der Pyramide nach oben weiter bewegen wollen. Deswegen hat man es unheimlich schwer mit intelligenten Menschen. Die halten sich nämlich für teilweise so intelligent, dass sie den ganzen, in Anführungsstrichen, Quatsch überhaupt nicht glauben und die Bibel gar nicht zur Hand nehmen, weil das viel zu profan für die ist. Die denken also tatsächlich, dass sie ein elitärer Kreis ist und dass es da andere Menschen gibt, die alle viel, viel zu intelligent sind, um an irgendwelche Spukgeschichten oder irgendwelche Dinge zu glauben. Und das ist das größte Problem, was diese Menschen haben und was der Teufel, Satan, Luzifer, egal wie ihr den nennt, immer ausnutzt. Das ist der Stolz der Menschen. Ihr werdet sein wie Götter. Und da fallen alle Leute drauf rein, die in irgendeiner Art und Weise einem katholischen oder einem protestantischen, einem Freimaurer oder was noch immer für einem Orden dann halt Mitglied sind. Und ich hatte auch schon das Angebot, Mitglied in einem Orden zu werden, noch vor ein paar Monaten. Ich habe mich da natürlich wieder sehr amüsiert und nicht drauf gemeldet, aber naja gut, also manchmal ist man ja dann doch schon... es ist halt ein sehr, sehr hartes Brot manchmal. Ich habe letztes Wochenende jemanden kennengelernt, der auch... sehr, sehr heftig angehaucht war, und ich kann jetzt nicht Ross und Reiter nennen, aber es ist schon interessant. Ich denke dann immer, wenn ihr wüsstet, mit wem ihr gerade redet, sag mal besser nichts, weil sonst kommst du teilweise da irgendwie nicht mehr vom Gelände. Ne? Ja, auf jeden Fall, das ist also jetzt dieses Symbol, was ihr jetzt da seht. Dieses Symbol besteht also aus verschiedensten Untersymbolen sozusagen, und dann schauen wir noch einfach mal, was die Jungs uns dazu sagen. Na, also, die sagen uns erstmal, das ist das Rosenkreuz, huiuiuiui, der goldene Dämmerung, da dämmert uns doch was, oder? Jetzt habe ich mir natürlich verschiedene Seiten rausgesucht, die mir dann erzählen wollen, oh, wir haben jetzt hier den Schlüssel, wir können das jetzt alles hier dechiffrieren, so quasi wie die Enigma damals, diese Verschlüsselungsmaschine der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Ja, wir haben den Schlüssel, wir wissen das alles. Problem an der Geschichte ist, dieses Symbol hat selber schon Fehler. Und das Problem ist auch folgendes, dass diese Symbole, die da draufstehen, alle unchristlich sind. Das heißt, im Prinzip müsst ihr gar nicht wissen, was es bedeutet. Ihr müsst einfach nur wissen, das ist ein Symbol, was aus lauter Einzelsymbolen besteht, wo jeder was reininterpretieren kann, wo jeder euch eine andere Deutung zu erzählt, und lasst die Finger von solchen Sachen. Ich zeige euch das aus dem Grunde hier, weil diese Sachen in künstlerischen angehauchten Etablissements, Schauspieler, Dichter, Schriftsteller, Sänger, Theaterschauspieler, Zauberer und so weiter, unheimlich verbreitet sind, weil jeder sagt, ah, ich bin Mitglied hier, oh ja, oh, das ist dann quasi wie eine Visitenkarte, ne? Nach dem Motto, ich arbeite bei Porsche. Da sagen Leute, hui, der muss aber schlau sein, wenn Porsche den nimmt. Ja, so läuft die Geschichte in dieser Welt, in dieser weltlichen Welt leider. Ne? Man wird halt einfach nur danach beurteilt, was man ist und was man hat. Und wenn jemand sagt, ich bin hier im Golden Dawn, dann ist das schon, puh, ne? Dann ist man da schon im absoluten elitären Zirkel gelandet. Aber uns wird ja erklärt, dieser Golden Dawn existiert gar nicht mehr. Und hier steht auch drin, christliche Elemente. Ihr wisst ja genau, warum es grün markiert ist. Es gibt keine christlichen Elemente. Ne? Ihr wisst, diese Phrase, Jesus, König der Juden, oben stand eben nicht eine Abkürzung da drauf. Und ihr wisst also auch, dass es eben kein christliches Symbol ist, das Kreuz. Das Kreuz ist nach wie vor ein Mordinstrument. Und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum es so viele Künstler, in Anführungsstrichen, um ihren Hals tragen. Als Mockery, als Lästerung, als Zeichen dafür, guck mal hier, ich würde den auch kreuzigen, der ist sowieso gestorben. Ja, ich habe hier mal kurz die zwei Wörter grün angestrichen. Judeo-Christian Origin, also die jüdisch-christliche Originalität. Meine lieben Brüder und Schwestern, identifiziert euch niemals mit judeo-christischer Originalität. Die Juden, die hier angesprochen sind, sind genau die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus Christus damals verdammt hat. Ja? Es gibt keine judeo-christische Originalität. Das Einzige, was es gibt, ist, dass aus dem Judentum selber, und zwar aus dem Land Judäa, das Christentum hervorgegangen ist danach, aber es gibt keine jüdisch-christliche Originalität oder jüdisch-christliche Tradition. Ja, bei dem Wort Tradition solltet ihr sowieso immer die Beine in die Hand nehmen und anfangen zu laufen.
Das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Da sollte man sich überhaupt nicht mit drauf einlassen. Wenn ihr sagt, dass ihr bezeugende Christen seid, dann seid ihr bezeugende Christen auf Basis der Bibel, des Wortes Gottes. Und das hat nichts mit Judentum, das hat nichts mit Benjamintum, das hat nichts mit Danertum, das hat nichts mit Levitikus zu tun, also mit jedem einen der 12 Stämme von Israel, das hat da überhaupt nichts mit zu tun. Es hat damit zu tun, dass man ein Folger von Jesus Christus ist. Und ob der Jude war oder nicht, spielt in der Hinsicht überhaupt keine Rolle. Jesus war ein Mensch und hat gepredigt, dass jeder, der in ihm ist, Bruder und Schwester miteinander ist, in ihm und durch die Wahrheit durch ihn, ja, und im Geist mit ihm. Und es hat nichts mit judeo-christlicher Originalität zu tun. Lasst euch das nicht anreden. Lauft weg, wenn euch einer so etwas erzählt. Die judeo-christliche Originalität, die hier rauskommt, ist genau der Abfall, den wir unter anderem heute in der römisch-katholischen Kirche kennen. Ja? Das musste ich hier mal eben zu sagen. Ja, vielen Dank. Vier Augen sehen eben mehr als zwei, ne? Ja. Das ist eben so, ne? Ja, wenn wir jetzt weitermachen, kommt nämlich genau die Ambivalenz im nächsten, übernächsten, überübernächsten Satz. Da steht nämlich auch zusätzlich, also in addition, wird das Kreuz oft von Okkultisten als ein Symbol der Unsterblichkeit, der Opferung und des Todes betrachtet. Ja, was denn jetzt? Unsterblichkeit oder Tod? Ja, seht ihr diese Ambivalenz hier drin? Ja, diese... Es ist für jeden wieder etwas anderes. Ihr bekommt keine klare Aussage darüber. Egal von welcher Webseite, egal von welchem sogenannten Guru, egal von welcher Schule, von welchem Orden, lasst die Finger davon. Sie veräppeln euch. Sie sagen euch nicht die Wahrheit. Sie dienen dem Vater der Lüge. Das ist das Ding dabei. Ja, und deswegen, also, es gibt immer so Wahrheit mit Lüge vermischt. Also, was dann wieder wahr ist, steht hier beispielsweise unter The Cross, das Weiße in der unteren Hälfte repräsentiert also den Geist, the Spirit, ja, Spirare, Breeze, ein lebendiges Element, das fünfte Element, the fifth element, wo ich immer drauf hinausgehe und wo ich sage, ja, beim Pentagramm ist eben das fünfte Element dasjenige, was alle anderen unter sich hat, ist eben der Geist, beherrscht die Materie, ne? Mind over matter. Sozusagen. Das ist das, was stimmt. Aber wie gesagt, der Satz da oben stimmt schon so wiederum nicht, weil, und der Satz oben drum mit den christlichen Elementen ist völliger Unfug und. Also egal, welche Seite ihr nimmt, es ist alles Werbung und jeder erzählt euch da eine andere, sogenannte Wahrheit. In der Philosophie gibt es relative Wahrheit, in der Bibel gibt es nur die eine absolute Wahrheit, die dann ist, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Punkt. Und diese Wahrheit werdet ihr in sämtlichen Zirkeln, Orden und was weiß ich, Geheimgesellschaften niemals finden. Und geheim geht auf dieser Welt nicht. Wenn ich sage, ich habe hier eine Geheimgesellschaft, dann ist das schon eine Blasphemie. Denn Gott sieht alles. Gott ist Geist. Gott hatte dich erschaffen. Und auch die Jungs erschaffen, die in diesem Orden sind. Der sieht alles. Es gibt keine Geheimgesellschaften insofern. Nicht vor Gott, vor den Menschen. Ja, okay. Aber nicht vor Gott. Und deswegen stellen sich diese Menschen auf die Stufe wie Gott, verleugnen ihn, verhöhnen ihn und sagen, wir haben eine Geheimgesellschaft, wir sind ein elitärer Verein, wir sind viel zu intelligent. Für wahres Christentum, ja, da werden wir ja mal eine andere. Da werden wir ja auch sehen, wie intelligent ihr seid. Schauen wir uns zum Beispiel folgende Aussage an über das Pentagramm. Eine Seite weiter. Oder hier, ein Ort der mystischen Ehe im alten Rom wurde in den Bestattungsgärten Rosen angebaut, um die Auferstehung zu symbolisieren. Ja, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, eine Rose zu interpretieren. Ich habe da auch meine und die steht auf den ganzen Webseiten nicht. Okay, gut. Und hier steht dran bei The Pentagram. Ja, bei The Pentagram seht ihr hier zum Beispiel, ja, ein Pentagramm ist an dem Ende jedes Armes an dem Kreuz da angezeichnet oder halt zur Schau gestellt, displayed. Ja? Jedes dieser Pentagramme symbolisiert eins der fünf Elemente. Ein Rad für den Geist, ein Vogelkopf für die Luft, ein Tierkreiszeichen für den Löwen, das ist ein Feuerzeichen, das stimmt. Ein Tierkreiszeichen-Symbol für den Stier, der ist ein Erdzeichen, das stimmt. Und ein Tierkreiszeichen für den Wassermann, der ein Wasserzeichen ist. Und das ist Lüge. Ich habe selber Astrologie 20 Jahre gemacht, habe mein Examen gemacht, habe mit einem der bekanntesten Astrologen Deutschlands per Du ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt, tausende Stunden hinter mich gebracht dafür.
Aquarius, dieses Zeichen, was ihr seht mit den zwei Wellen, ja, habe ich euch mal hier reinkopiert, ist Element Air, das Element der Luft, hat nichts mit Wassermann zu tun. Entweder stimmt das Symbol des Golden Dawns nicht, oder es soll den Wassermann überhaupt nicht stilisieren, aber es ist das Tierkreiszeichen-Symbol des Aquarius. So, also entweder weiß der Übersetzer nicht Bescheid, was eigentlich hundertprozentig ist nach der Aussage hier. Das ist eben kein Wasserzeichen, sondern ein Luftzeichen. Oder aber es soll überhaupt nicht Aquarius widerspiegeln. In keinster Weise hat aber diese Webseite, die jetzt hier wieder versucht, dieses Symbol zu erklären, recht. Seht ihr, dass ihr nicht weiterkommt mit der Deutung von Symbolen, selbst wenn ihr alle möglichen Einweihungen habt, ja, ihr wisst nicht, was der Initiator dieses Symbols für eine Intention hatte. Ihr kommt auf einer gewissen Geschichte nicht weiter. Punkt aus. Solche Geheimgesellschaften leben ja davon, dass sie esoterisches, also inneres, erleuchtetes Schubladenwissen haben, dass je nachdem, auf welchem Grad man ist, man mehr oder mehr Erkenntnis bekommt. Und dass man eben auch das exoterische Wissen hat, das, was nach außen gekehrt wird. Und außerdem dürfen wir nie vergessen, dass solche Geheimgesellschaften dafür da sind, um sich selbst zu beschützen. Und dadurch, dass sie verschiedene Informationen rausbringen und das, was sie auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite wieder verneinen, stiftet was, Michael? Ja, eben. Verwirrung. Zweifel. Ja. Verwirrung. Und wer ist der Gott der Verwirrung? Ja, das Satan. Ist Na? Und deswegen kann man im Grunde solche Sätze ganz einfach beschließen mit nichts genaues, das weiß man nicht. Ja, das kommt gleich. Weiß ich ja nicht. Und deswegen sollte man als Christ einfach sagen, welche Symbole auch immer, welche Bedeutung ihr dem auch immer gebt, das ist mir vollkommen WUST, weil ich habe keine Symbole, mir macht das nichts aus. Ich habe meinen Vater, der ist im Himmel und Jesus Christus sitzt zu seiner Rechten auf dem Thron. Punkt aus. Ich brauche keine Symbole. Und dann kann man sich auch nicht irreführen lassen. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, wenn man sich auf diesen Pfad begibt und sagt, ich will diese Zeichen jetzt studieren, ich will wissen, was das heißt. Und auch wenn hier steht das so und da steht das so. Und im Grunde läuft man von der einen Sackgasse in die nächste. Und eine Sackgasse führt nie zum Ziel. Ja? Also ich persönlich kann nur den Tipp geben, hört euch das an, was der Michael über diese Zeichen zu erzählen hat. Ist ja hier und da ganz interessant. Aber lasst euch da bloß nicht mit ein. Lasst das einfach sausen. Das ist von der Welt. Was interessiert uns die Welt? Ja, für mich geht es halt einfach darum, den Leuten wirklich zu zeigen, guck mal hier, ihr kriegt keine vernünftigen Informationen von dieser Seite. Das, was ich jetzt hier mache oder was wir jetzt hier in Kooperation machen, ist, dass wir die Wahrheit an der Bibel messen. Ne? Und da steht eben drin, dass wir uns kein Bild von irgendetwas machen sollen, auch keine Bilder anbeten sollen. Und wofür habe ich ein Symbol? Ne? Um mich halt auszuweisen, um zu sagen, oh ja, guck mal hier, das ist mein Symbol und damit identifiziere ich mich. Das ist alles Bullshit. Vor allen Dingen kommt noch mehr Information, die noch mehr Bullshit ist. Und zwar ist es halt einfach die Geschichte, dass euch dauernd etwas Neues als neu verkauft wird, was eigentlich alt ist. Zu Deutsch nichts Genaues weiß man nicht und nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir uns die nächste Seite angucken, da steht dann drauf, dieser hermetische Order der goldenen Dämmerung, ja, war eine geheime Gesellschaft. War, ja, was in der nächsten, übernächsten Seite, Nummer 59, ja, was, ja, mit grün da markiert. Und das ist so nicht richtig. Das sage ich auch gleich, warum. Ja, es ist so, die Sachen werden halt unter einem anderen Namen dann wieder gemacht. Und heutige Konzepte der Ritualen und der Magie, so wie Wicca zum Beispiel oder Telema und so weiter, die sind alle, kommen alle aus dieser selben Richtung. Und Golden Dawn ist jetzt auch nur wieder eine Richtung, die mal speziell gegründet worden ist, um auch direkt wieder zu schließen und so weiter und so fort. Es ist immer dasselbe unter der Sonne. Es ist nichts Neues. Was ich euch sagen kann, ist Folgendes. Dawn, habe ich unten drunter geschrieben hier, Wikipedia, Hermetic Order of the Golden Dawn, eine Zeile runter. Jörg, genau. Ja, Dawn ist immer Dämmerung, Dawn ist Morgendämmerung, Dawn ist immer ein Codewort für Luzifer. Wenn ihr dann seht, beispielsweise hier im Übersetzerprogramm dict.cc habe ich mal Dawn eingegeben, da gibt es einmal als Verb und einmal als Substantiv. Wenn wir uns als Substantiv eingucken, dann haben wir hier die Morgendämmerung, Dämmerung, Tagesanbruch, Beginn, Morgengrauen, alles dasselbe. Ja, und das ist halt einfach die Referenz an Jesaja 14,12. Ne? Und deswegen hab ich den Text jetzt nochmal in Deutsch, den können wir jetzt eigentlich schon überspringen, weil wir jetzt schon genug erzählt haben, aus dem Englisch übersetzt, ja, und dass es eben Freimaurerorden waren und die sogenannten Rosenkreuzer, die nur gegründet worden sind,
letzten Endes, um noch mehr Verwirrung zu schaffen. Und dieser Herr Rosenkreuz, den es gar nicht gegeben hat, ja, um halt beispielsweise, das ist meine persönliche Meinung, um einen Grund gehabt zu haben, da ein Rosensymbol zu benutzen. Und die meisten haben eben nur bis zu einer gewissen Tiefe die Möglichkeit, da nachzuforschen. Und naja, also es ist halt einfach eine Sache ohne Ende. Ne? Ich gehe da jetzt gar nicht explizit drauf ein, das mache ich vielleicht in einer anderen Lesung. Ja, aber ihr seht die Eröffnung des Isis-Urania-Tempels in London. Ja, das kommt dann schon wieder aus einer ganz alten ägyptischen Mythik zum Beispiel, Mythologie. Ja? Und dann gibt es halt auch ein kleines Pentagramm-Ritual, das gelehrt wurde, damit sich der Schüler ein erstes Bild von den unsichtbaren Kräften und deren Lenkung machen konnte. Ach guck, da kommen wir noch drauf zu. Ja, das sind so Geschichten, das ist schon sehr, sehr interessant. Ja. Und beispielsweise gibt es hier in diesen Rosenkreuz-Geschichten, in Golden Dawn, gibt es ein Ritual, wo ein Sarkophag, in dem der Anwärter sich während des Rituals liegen muss, ja, um den Ordensgründer Christian Rosenkreuz angeblich zu verkörpern. Das ist ein identisches Ritual zum amerikanischen Orden Skull and Bones 322. Ja, die dann in ihrer sogenannten Tomb, in ihrer Leichenhalle da, in ihrer Gruft, genau dasselbe praktizieren. Ja, also es ist immer dasselbe unter der Sonne. Es ist immer ein Totenkult, es ist immer ein satanischer Ritus. Es ist da wirklich nichts Neues unter der Sonne. Wollte ich jetzt nur mal so mal euch einen ganz kurzen Überblick geben darüber. Ja. Wenn ihr dann jetzt hier mal schaut, beispielsweise bei Bis zur Morgenröte hier dann scrollt, beziehungsweise Jörg scrollt für euch und ihr müsst jetzt da mit, ob ihr wollt oder nicht, ja. Dann hat auch ja, Crowley damit zu tun, mit dem Golden Dawn, der ist da mal eingebrochen beispielsweise, also so übermäßig toll muss der Mensch gar nicht gewesen sein, wenn das nötig hat, irgendwo einzubrechen, um sich irgendwelches Material in seinen Besitz zu bringen. Sollte einem dann doch mal zu denken geben, ne? Und zu der Morgenröte, ja, wo eben gesagt worden ist, jetzt hier M.R. der äußere Orden in dieser Sozietät, ja, würde für Morgenröte stehen. Ja, das kommt von Jesaja 14,12. Und da kommt auch dieser Dorn her und Dorn ist halt Morgenröte. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Ja. Mir fällt gerade eben auf, dass wir hier über einen gewissen Mathers sprechen. Ist das vielleicht möglich, dass da ein Zusammenhang besteht mit Eminem? Ja. Habe ich auch gedacht. Habe ich noch keine Zeit gehabt. Ich habe aber ein Grobskript zu Eminem schon mal vor ein paar Wochen schon mal so angefangen. Aber da also hatte ich Wenn Kate Bush 220 Seiten hat, dann wird Eminem wahrscheinlich 350 Seiten. Eminem möchte ich nur kurz machen, weil ich dann einen Protagonisten habe aus dem Rap-Sektor und der ein bisschen aktueller ist. Ja, wo dann vielleicht eine andere Klientel dann zu uns stößt und die dann sagt, oh, Eminem, wusste ich ja gar nicht, ich fand ihn immer total cool. Ja, ja. Also das mit dem Mathers wäre vielleicht ja interessant, sich mal anzuschauen. Ja, ne? genau, da hatte ich auch so die... Ich glaube ja nicht an Zufälle in Namen und solche Sachen. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir frühstücken da die nächsten Sachen noch eben in 5 Minuten ab, dann haben wir auch die etwas über eine Stunde voll. Es geht jetzt letzten Endes nicht nur darum, jetzt euch zu zeigen, guck mal hier, da gibt's sowas, sondern es geht darum, dass ganz, ganz viele hochgestellte Persönlichkeiten, ihr erinnert euch, Kate Bush ist Commander of the British Empire, dass die mit ganz vielen Leuten zu tun haben, die eben auch in solchen Zirkeln, in solchen Orden, in solchen Riten eben dann halt auch da bewandert und auch verbunden sind. Das heißt, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass jede bekannte Persönlichkeit in irgendeiner Art und Weise irgendwo initiiert oder eingeweiht ist. In welche spirituelle Form auch immer. Und das sieht man bei Kate Bush, insbesondere bei ihren Texten, wo wir noch einige von haben werden, doch ganz, ganz stark. Wenn wir jetzt beispielsweise mal etwas weiter scrollen würden, dann würden wir sehen, dass es da also wieder so Symbole gibt, ein Erdpentakel. Ein Pentakel ist immer ein Pentagramm, was eben noch einen Außenkreis hat. Ja, und jetzt haben die hier als Pentakel ein Hexagramm dargestellt mit dem Außenkreis. Und das ist einer der 4 Elementarwaffen. Das ist alles völliger Unfug. Ich habe ja schon mal gesagt, in Lesung Nummer 4, glaube ich, war es, es gibt keinen materiellen Schutz gegen ein geistiges Wesen. Das ist alles völlige Irrlehre, völliger Unfug, völliger Blödsinn. Und die Leute nennen sich sogar Alpha und Omega, ein Titel, den nur Jesus Christus tragen darf. Ne? Epheser 6, 10 ja, bis 18. Genau, ja. Das wäre da auch noch eine
Möglichkeit, ja, genau. Oder das ist eigentlich so der Beweis für meine Aussage, drücken wir es mal so aus. Ne? Mhm. Genau. Ja, und das alles andere können wir uns jetzt sparen, aber interessant ist jetzt Folgendes noch, das finde ich jetzt ganz interessant zum Abschluss. Wenn man sich anschaut, mit welchen Sachen die Leute arbeiten, wenn er zum nächsten rot markierten Stelle jetzt da skriptet, genau, da seht ihr ein Beispiel für diese Gegenstände, die halt eben da benutzt werden, sind Dolch, Stab und Pantakel. Und deswegen habe ich auch damals auf den Bob Dylan in Folge 13, habe ich damals zu dem Jörg gesagt, nee, also ein als Knife da gesagt worden ist von Bob Dylan, war eben da keine Sense gemeint, sondern ein Dolch. Und warum ist das so? Weil es eben in den Ritualen, satanischen Ritualen halt nur mit speziellen Dolchen gearbeitet wird. Ne? So, da gibt es eben Dolch, Stab und Pantakel. Und Pantakel ist in der Regel ein Pentagramm, also ein Fünf-Stern, ein Fünf-Zack und nicht ein Sechs-Zack, ein Fünf-Zack mit Kreis nennt man den Pentakel. Okay, das schreiben die ja jetzt hier auch. Oder Pantakel oder Pentakel ist ja halt wiederum dasselbe. Bitte nicht wieder verwirren lassen. Es sind dann teilweise Kolportationsfehler oder Übertragungsfehler. Und da komme ich noch gleich zu. Vorletzte Anmerkung von mir. Es gibt eben heutzutage wieder diesen goldendawn.com. Also es gibt diesen Golden Dawn wieder. Es gibt sogar gibt in England sogar eine Partei, die heißt Golden Dawn. Also wenn man euch erzählen will, das sind alles Sachen, die sind 120 Jahre alt, ja, dann klickt auf diesen Link, ja, und dann habt ihr plötzlich dann die Mitgliedschaft dieses dubiosen Vereins am Hals. Viel Spaß damit dann. Also zu Deutsch, bitte bloß nicht irgendetwas ausfüllen. Lasst euch da nicht fangen mit irgendwelchen Kram. Und deswegen noch zum Schluss dieser Sendung noch ein Anmerkung zum Pentakel. Das kommt uns ja immer irgendwo entgegen und noch ganz, ganz oft demnächst. Ja, ein Pentakel sagt Wikipedia selber. Und Wikipedia muss man vorsichtig sein. Wikipedia sind alles sogenannte Torhüter. Ja, die werden also nie wahres Wissen rausmachen. Das ist also das Wissen, was jetzt die normalen Menschen wissen dürfen, dass das Pentakel ein angeblicher Talisman ist. Ja, ach, ja, und der also dann so Schutzsymbole und bla bla bla. Aber ihr seht zumindest, wie ein Pentakel aussieht. Es ist also quasi nur ein Kreis drumherum. Ne? Warum ist der Kreis drumherum? Ja, weil es angeblich dann den Schutz symbolisieren soll. In Wahrheit ist es genau umgekehrt. Mit dem Kreis konzentriere ich die Energie genau da, wo ich sie hinhaben will. Aber gut, das ist egal. So, aber ein Talisman, mal eben gesagt, denkt jetzt nicht bitteschön an dieses Renault-Modell dieses komischen Fahrzeuges da, aber ein Talisman ist ein kleiner Gegenstand, der angeblich Glück bringt. Und ein Amulett im Gegensatz dazu ist ein Gegenstand, den man auch zur Abwehr von negativen, bösen Energien benutzen kann. Und jetzt guckt euch mal an, was Pentakel heißt. Ja, Pentakel heißt ein Impfstoff der Firma Sanofi Pasteur aus Lyon in Frankreich. Ja, was ist da drin? Toxide, Diphtherie, Tetanus, Polioviren, ja, und so weiter und so fort, ist ein Impfstoff, der heißt Pentakel. Ich kann da jetzt nur zu sagen, ich würde mich warnen lassen, ich warne sowieso dafür, sich impfen zu lassen, aber mit dem Kram sich impfen zu lassen, never ever, niemals. Aber wer weiß denn auch bitteschön, was Pentakel ist? Ja, und das ist eben genau diese Geschichte aus der Rubrik, nichts Genaues weiß man nicht. Und ich habe absolut meinen Grund, warum ich nichts mit X schreibe und nicht mit CTHS. Das geht eben daraus, weil eben dieses nichts Genaues eben die Absicht ist der dunklen Seite, die eben gerne mit X arbeitet, als verhohene Piepelung der Göttlichkeit Jesu Christus, euch zu verwirren. Und deswegen gibt es eben jetzt ganz viele Seiten. Auf der nächsten Seite gibt noch mal eins, ja, wo halt hier drauf steht, so von wegen jetzt hier, ja, das Pentagramm, wenn es um 33 Grad geneigt wird, dann ist es ein satanisches Pentagramm. Ja, also, und der Eastern Star, ja, der östliche Star, ja, hier, das ist dann das positive Symbol. Der ist dann speziell für die Frauen gedacht, ne? Weil klar, warum, da ist in der Mitte noch eine Truhe mit einem Buch drauf, wahrscheinlich kann man da noch seinen Schmuck reinlegen oder was. Also es gibt so viel Schrott da draußen, das ist unglaublich. Und ich weiß das auch nur, weil ich mich mit diesem ganzen Kram schon seit Jahrzehnten beschäftigen muss. Und es auch irgendwie gerne tue, um euch zu zeigen, Leute, der Teufel, Satan und seine Anhänger sprechen nie die Wahrheit, nie.
Es ist immer, es bleibt immer noch ein Pentagramm. Egal, ob es jetzt Eastern Star heißt oder nicht. Egal, ob da eine Truhe drin ist oder nicht. Egal, ob da eine Feder rauswächst oder eine Schnecke drauf rumkriegt. Das ist völlig wurscht. Das ist und bleibt ein Pentagramm, ein satanisches Symbol und symbolisiert den Lauf der Venus. Und Punkt aus. Und darum, und Venus ist der Morgenstern. Und da haben wir wieder die Referenz zu Jesaja 14,12. So, und noch ein Wort zu den Rosenkreuzern. Da gibt es mehrere Sachen. Würde ich euch jetzt aber die anderen Sachen verraten, hätte ich jetzt nicht mehr den Gag für eine weitere Lesung, die ich da mal machen wollen würde, über eine andere Künstlerin, die ich schon lange vorhabe. Ich sage mal eine Geschichte. Eine Rose ist eine Pflanze. Eine Rose ist ein totes Objekt. Eine Rose ist im Gegensatz zu Tieren und Menschen keine lebendige Seele, weil Gott ihr keinen Odem eingehaucht hat. Im Gegenteil, wir sollen halt, es gibt gewisse Pflanzen, es gibt auch Nutzpflanzen, die wir zur Nahrung haben. Und eine Pflanze ist, wie gesagt, ein toter Gegenstand. So, und wo, bitteschön, wird denn eine Rose gebraucht? Eine Rose wird gebraucht, indem man sie in ein Beet pflanzt. Okay, und wo steht eine Rose? Jörg, du weißt, wo eine Rose steht, ne? Ich komme jetzt auch im Augenblick nicht drauf, wo du darauf hinaus willst. Ach, dann liest doch, liest doch einfach den ersten Satz von Hesekiel 28, 13. Ach so. In Eden. Also da steht auch eine Rose, ja? Weiß ich nicht, ich war nicht da, kann ich nicht sagen. In Eden, im Garten Gottes, warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein Gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Ja. Ob es da im Garten Eden noch eine Rose gegeben hat, weiß ich nicht. Aber gehe ich mal von aus, dass es da auch Zierpflanzen gegeben hat. Ja, alles ist von Gott geschaffen worden, ne? Auch ja, die ja. Rosen. Ne? Natürlich, ja. Aber eine Rose ist ja aber auch nicht unbedingt eine Esspflanze, von daher, aber eine Zierpflanze muss ja, auch schon, gegeben haben. Ne? Schon klar, aber es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu und da kommst du jetzt ins Spiel. Ja, es gibt in, oder es gab ein angebliches Weltwunder der Antike. Und zwar die hängenden Gärten der Semiramis. Ah ja, die hängenden Gärten von Babylon, ja. Genau. Ja, und da hättest du die nächste Geschichte, wo dann Rosen schon mal benutzt worden sind als gewisses Symbol. Es gibt, wie gesagt, verschiedenste Symbole dafür, aber die Rose ist unter anderem ein Symbol oder Rose ist insgesamt ein Symbol. Ich müsste jetzt ganz weit ausholen, aber ich spare mir das auch für eine weitere Lesung. Rose ist ein Symbol für Luzifer auch. Naja, natürlich. Die Maria-Erscheinungen sind ja luziferianische oder satanische Erscheinungen. Von daher, die Maria wird er halt mit der Rose assoziiert. Das ist, hängt alles im teuflischen Sinne zusammen. Genau. Weil es geht eben um Symbole und damit wissen wir automatisch, dass es nichts christlich, nichts biblisches ist. Richtig. Und da kannst du dir dann auch vorstellen, warum dieses Symbol der Rose in diesem Kreuz ist. Warum es rot ist, rot ist ja nun mal die Rose, ist ja klar, ne? Warum es 5 Segmente hat, ja, was passiert denn, wenn ich einen Kreis in 5 Segmente teile? Ja, dann hat es mit der Rose nichts mehr zu tun, dann ist es ein Pentagramm. Ja, der Name der Rose, ne? Mhm. La Vie en Rose. Ja. Und es ist letzten Endes eine Geschichte, ja, La Vie en Rose, genau auf den Punkt kann man nämlich noch drauf. Ja, deswegen habe ich das ja so subtil fallen lassen. Ja, ja, subtil, ja, sehr subtil. Ja. Und wie gesagt, diese Rose dürfen wir auch nicht vergessen. Wo steht denn die hier? Die steht im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, also so viel mal zu Symbolen. Man kann da unendlich drüber reden, aber sind, wie gesagt, alles Fehlinformationen und Falschinformationen. Alleine schon die Geschichte hier mit dem Wassermann, die falsch interpretiert worden ist und so weiter. Also es ist völlig irre. Es ist völlig irre und die Pentagramme sind auch in einem Mal gezeichnet worden, was nochmal eine Verschärfung eigentlich bedeutet. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ich hoffe, die Folge hat euch jetzt nicht gelangweilt, sondern im Gegenteil vielleicht ein bisschen Spaß gemacht, weil es ein bisschen mehr bunte Bilder gab und nicht nur trockenen Text. Aber wie gesagt, eine der Geschichten ist, wenn du erfolgreicher
Akteur bist, Artist bist, Künstler bist, dann bist du in irgendeiner Art und Weise initiiert. Und wenn du mit solchen Größen wie mit David Gilmour, dem Leadgitarrist von Pink Floyd, zusammen bist, der dich entdeckt hat, und mit Alan Parsons Project, der 1979, ein Jahr später, als Kate Bush Wuthering Heights rausbringt, schon den Titel Lucifer bringt, Instrumentalstück, ja, und dann auch noch mit demjenigen Choreografie hast, der mit David Bowie zusammen ist, der mit den fünfzackigen Sternen und so weiter, mit seinem letztes Album Black Star und, ja. Also wenn ihr dann glaubt, dass die Dame völlig clean ist, dann solltet ihr euch vielleicht die nächste Folge angucken. Für mich war es das bis jetzt, und dann würde ich noch dem Jörg das Schlusswort gönnen. Na, das ist ja freundlich, aber ich habe da im Grunde gar nichts vorbereitet und ich brauche auch gar nichts vorzubereiten. Die Lesung heute war wieder sehr ergiebig, für mich zumindest, und hat mich wieder einige Punkte miteinander verknüpfen lassen. Und wie das so ist, wenn man den einen Punkt mit dem anderen verknüpft, das ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen, dann kommt man irgendwann, wenn man genügend Abstand hat und genügend Striche gezogen hat, dazu, dass sich ein Bild formt. Und dieses Bild, was sich mir langsam formt, ist im Grunde genau die Bestätigung von dem, was ich bereits anfangs dieser Sendung und anderer Sendungen gesagt habe. Alle Musik ist teuflisch und wir sollten da unsere Pfoten von lassen. Und wir sollten uns der einzigen Musik widmen, die wirklich göttlich ist. Das ist die Musik, die in der Bibel beschrieben steht. Wir sollen die Psalme singen in unserem Herzen. Wir sollen mit unserem Herzen Musik machen und wir sollen Musik machen, die unseren Herrn erfreut. Dann geht es auch nicht präzise um, also unbedingt um Pferde und sowas, was Michael immer nennt, aber dann geht es darum, um unseren Herrn, unseren Schöpfer, Jesus Christus, zu verherrlichen. Und wie kann ich ihn verherrlichen? Indem ich sein Wort verbreite und indem ich sein Wort singe und indem ich mich darüber freue, dass ich das auch tun darf und dass ich eben nicht singe in dieser satanischen Gruppe, sondern dass ich singe in einer göttlichen Gruppe. Ja, nicht in der von einem erschaffenen Wesen, sondern in dem, der alles geschaffen hat. Dass ich mit dem bin und dass er mir die Melodie ins Herz gibt, die dann aus meinem Herzen kommt und die ich dann voller Inbrust singen möchte. Und das ist das Einzige, was ich da abschließend noch zu sagen habe. Von daher bleibt mir nur noch zu enden mit dem Satz, mit dem ich meine Videos prinzipiell mir zur Gewohnheit gemacht habe, zu enden. Und dass ihr eben an erster Stelle, neben all diesen ganzen anderen Dingen euch anzuschauen und durchzulesen und anzugucken machen sollt, ist eure Bibel lesen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Maranatha.